Eine der am schnellsten wachsenden Multisportserien der Welt hatte wieder einen Kitzbühel-Auftakt. Dabei war die weltberühmte Kitzbühel-Abfahrtstrecke Schauplatz des X-Terra, gleichzeitig Österreichmeisterschaften im Cross-Triathlon. Steil, hart, schnell, supergeil. Seidelalm Kitzbühel presents X-Terra Tirol. Nico, kurze Begriffsklärung ist hier, glaube ich, notwendig. Was genau ist X-Terra Tirol? Aha, ja, X-Terra Tirol ist ein Cross-Triathlon in den Bergen, ganz kurz und einfach gesagt. Darunter versteht man die Naturvariante des klassischen Triathlons. Am Programm beim X-Terra Tirol standen Schwimmen im Bergsee, Mountainbiken und Berglaufen auf der Strecke. Schwimmen im hochgelegenen Seidelalmsee direkt am Brückenschuss, 875 Meter, in alles andere als in einer einladenden Wassertemperatur. Mountainbiken entlang der weltberühmten Streifabfahrt und Laufen auf der Original-Super-G-Strecke. Die Triple X-Version von X-Terra Tirol, gleichzeitig österreichische Staatsmeisterschaften im Cross-Triathlon, verlangte auch gut trainierten Sportlern alles ab. Strecke wirklich so kurz und knackig? Ja, das kurz und knackig, das waren meine Lieblingsworte letztes Jahr und die hängen mir immer nur noch. Ja, definitiv. Also es gibt zwei Strecken, drei Bewerbe, eine richtig Wachsestrecken, sage ich jetzt einmal, eine wirklich entschärfte Strecke. Und ja, auf der entschärften Strecke kann man im Team drüber gehen, also im flotten Dreier oder als Einzelbewerb den oben ohne. Und der Triple X, das ist dann die schwere Strecke. Heute auch Staatsmeisterschaftsstrecke. Top motiviert, aufgewärmt vom flotten Dreier und jetzt geht's in die harte Sache. Jetzt auf beim Laufen 25% über die Original-Streif auf und das ist ein Hammer. Also da kommt sogar der Beste, so wie heuer wieder der Michael Simoniak wieder ins Schnaufen und das ist einfach geil. We'll be right back.
Attention,